Also, mein Name ist Wolfgang Richter. Ich komme aus dem fernen Köln extra, um diese Woche Augenurlaub mitzumachen. Und beruflich bin ich nämlich Musiker in einem Orchester, im Kölner Gürzenich-Orchester. Und ich brauche meine Augen natürlich da besonders. Und ich trage noch eine Brille. Und ich bin aber der Überzeugung, dass ich jetzt angeregt durch diesen Augenurlaub hier in der Augenschule Berlin mit der Übung und auch mit dem Wissen, was ich jetzt vermittelt bekommen habe, mit der Zeit wahrscheinlich die Brille weglassen werden kann, beziehungsweise runter trainiere, bis ich sie dann vielleicht eines Tages wegtrainiert habe. Ich bin der Meinung, dass es möglich ist, dass man nicht die Brille braucht. Es gibt genügend Beispiele, die das gezeigt haben. Was mir sehr gut gefallen hat, waren viele Sachen. Erstens mal sehr sympathische Menschen. Die Methode dieser Sehschule ist sehr spielerisch und sehr praktisch. Und dadurch, dass sie spielerisch und praktisch gleichzeitig ist, kann ich mir eben gut vorstellen, auch dass diese Übungen, die man täglich machen sollte, dann auch nicht so schwer sind, dass man sich dazu überwinden muss. Ach Gott, ich muss noch meine Übungen machen. Ich denke, dadurch, dass sie so spielerisch sind, machen die auch Spaß. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Das Zweite, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass es nicht nur eine Sehschule ist für die Augen, sondern auch gleichzeitig tatsächlich eine Lebensschule, weil der Ansatz sehr ganzheitlich ist. Er betrifft den ganzen Menschen. Es geht über das Sehen als solches, aber eben auch umfasst Ernährung, umfasst Bewegung, Lebensführung, bewusstere Lebensführung. Und das sind nämlich alles Punkte, die auch ein gutes Sehen oder auch eben ein schlechtes Sehen, je nachdem, wie man eben sein Leben führt, beeinflusst. Ja, das sind so im Wesentlichen die Punkte. Wir hatten jetzt dieses Jahr 2016 das große Glück, eine wirklich ganz tolle, sehr homogene Gruppe zu haben, wo noch zusätzlich tolle Informationen kamen über Ernährung, über dies, über das, über Gesundheit. Und das war also auch, was das angeht, ein ganz toller, wirklich eine tolle Inspiration. Und ich betone jetzt nochmal am Schluss, ich bin hier nicht hergezwungen worden. Ich sage dies wirklich aus ganz freien Stücken. Ich habe mich hier ganz freiwillig hingesetzt, um das loszuwerden, was ich jetzt gesagt habe. Ich kann es nur jedem empfehlen, der Probleme mit den Augen hat. Und ich wünsche auch der Augenschule Berlin großen Erfolg mit diesem Training. Und ich hoffe, dass ich die Gelegenheit habe, nächstes Jahr wiederzukommen. Das ist das, was ich sagen wollte. Danke, Wolfgang. Super. Gerne.